Schönen guten Tag, Herr Bilimski. Hallo, schönen guten Tag aus Budapest. Wie realistisch sind denn tatsächlich die Chancen, dass die Opposition Viktor Orban hier nach 12 Jahren stürzen kann? Also das wäre eine politische Einschätzung, die schwierig zu treffen ist. Aber ich bin auch jetzt nicht hier, um eine politische Analyse und eine Prognose zu machen, sondern eingeladen, um die Wahl hier zu beobachten, ob alles auch Standards entspricht, wo man sagen kann, das ist eine Wahl, die nach fairen und freien Gesichtspunkten abgelaufen ist, nicht behindert wurde und nicht beeinflusst wurde. Jetzt haben die Wahllokale noch bis 19 Uhr geöffnet. Wie läuft der heutige Wahltag in Ungarn ab? Also man sieht, dass bei den Wahllokalen sehr viele Menschen stehen. Die statistischen Zahlen werfen aus, dass die Wahlbeteiligung im Schnitt ist, um die 60-65%, wahrscheinlich am Ende des Tages, liegen wird. Und das, was ich beobachten kann, ist, dass in den Wahlsprengeln selbst es ähnlich abgeht wie bei uns. Das heißt, es sind Vertreter da, im Parlament vertretenen Parteien, es sind Beamte aus der Verwaltung dabei. Und diese Kommissionen sichern einen Wahlvorgang, der absolut herzeigbar ist. Warum ist die Wahl denn in Ungarn in Verruf geraten? Warum vermutet man, hier könnte nicht alles mit rechten Dingen zugehen? Ich glaube, Viktor Orban gesehen wird als Störenfried der europäischen Zentralisten. Und weil er gerade was Migrationspolitik anbelangt oder auch der Souveränität der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union eine andere Meinung vertritt als die aktuell herrschende Mehrheit. Und deswegen gibt es politische Einflussträger, die Viktor Orban gern verlieren sehen würden. Ich bin jemand, der ähnlich wie er auch eintritt dafür, Migration zu beschränken, zu regeln und auf der anderen Seite diese Europäische Union so für die Zukunft zu gestalten, dass die einzelnen Staaten nicht komplett ihrer Kompetenzen verlustig gehen. Sie sind ja vor Ort in Budapest aktuell. Wie stufen Sie derzeit die Stimmung im Land ein? Ist sie eher pro Viktor Orban oder eher kontra? Also ich orte eine gute Grundstimmung für ihn. Es gibt auf der anderen Seite organisierte Demonstrationen wiederum gegen ihn. Also es ist durchaus eine Polarisierung hier zu spüren. Aber Ungarn scheint einen sehr konservativen Charakter zu haben. Und jemand wie Viktor Orban trifft genau diesen Charakter eigentlich sehr gut. Und meine persönliche politische Einschätzung, die mich aber nicht beeinflussen wird als Wahlbeobachter, ist jene, dass er heute noch einmal als Sieger ins Rennen gehen könnte. Was bräuchte es denn, dass die Opposition heute hier tatsächlich siegt? Darf ich Sie um eine Wiederholung bitten? Was bräuchte es denn, dass die Opposition heute hier tatsächlich siegt? Braucht es hier eine ganz klare Mehrheit? Ja, schon. Und ist die Frage, ob die Bevölkerung bereit ist, hier eine Kurswende einzuleiten und Ungarn auch zu einem Teil eines zentralistischen Europas werden zu lassen und auch in Ungarn Massenmigration zuzulassen. Wenn eine Mehrheit in der Bevölkerung das möchte, dann wird es das geben. Wie gesagt, in einer Demokratie hat immer einer absolut recht und das ist die Bevölkerung und die mehrheitlich den Kurs vorgibt. Wie stufen Sie derzeit die Rolle Ungarns in der Europäischen Union in Europa ein? Ich glaube, dass Ungarn eine federführende Rolle einnehmen wird können, wenn es darum geht, konservative, freiheitliche, Mitte-Rechts-Parteien gemeinsam an den Tisch zu bringen und von dort die Reformimpulse auszusenden, damit wir in Europa nicht in eine Zukunft gehen, wo Brüssel dann am Ende des Tages der Regierungssitz für alle wird, sondern die einzelnen Staaten ihre Unabhängigkeit und ihren gewachsenen Charakter weitgehend behalten können. Da spielt Viktor Orban natürlich als Ministerpräsident eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wie würden Sie die Rolle von Ungarn bezüglich Ukraine und Russland aktuell einstufen? Ich glaube auch in einer neutralen Form und Weise. Auf der einen Seite gibt es jene, die meinen, die Ungarn wären Putin-Freunde, was überhaupt nicht stimmt. Ich glaube, auch hier ist ganz klar zu verurteilen, was hier Putin gemacht hat. Ich habe gestern
die Möglichkeit auch gehabt, hier in einem Flüchtlingscamp organisiert von der ungarischen Regierung sein zu können. Und wenn man da sieht, Frauen und Kinder, die Opfer dessen sind, was Putin hier angerichtet hat, dann glaube ich, gibt es eigentlich niemanden normalen auf dieser Welt, der gut heißt, das, was hier von Putin ausgegangen ist. Wie lange haben denn heute noch die Wahllokale geöffnet? Wann ist heute mit einem vorläufigen Endergebnis zu rechnen? Es gibt meinen Informationen nach einen einheitlichen Schluss um 19 Uhr und erste Ergebnisse, die aussagekräftig sind, wird es wahrscheinlich nicht vor 21 Uhr geben. Das ist das, was hier die Lage aktuell ist und von allen Seiten eigentlich auch keine Exit-Polls und sonstige Trends hier eine Aussagekraft besitzen, dass man sagen könnte, es wird so oder so ausgehen. Ich kann nur sagen, lassen wir uns alle überraschen und ab 21 Uhr wird sich dann zeigen, ob Ungarn weiter den Weg von Viktor Orban geht oder ein anderes, ein linkes Bündnis hier ans Ruder kommt. Herr Wilimski, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Herzliche Grüße nach Wien. Ebenfalls Dankeschön. Beste Grüße nach Ungarn.